Glückste zu gewinnen. War gerade mies. Ich hab was getrunken und musste lachen. Das ist fies. Ich kenne das. Ja. Weißt Kann du, man hier eigentlich auch Brücken bauen und sowas? Ja, ne? Du kannst theoretisch alles bauen. Musst du bloß aufpassen, dass das ganze Zimmer nicht vor euch buchst. Warum willst du eine Brücke von Marios Ding zum Haus bauen, oder? Ah, du hebst jetzt gerade wirklich so einen Wassergraben aus? Ja, klar. Okay. Muss ich hier nur gerade zumachen? Ja, der endet dann aber hier. Nee, ich mach hier einmal rum. Ja, schon klar, aber der endet quasi am Wasser. Ja. Endet doppelt am Wasser. Wie tief machst du den denn? Zwei? Zwei, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, baue ich mal hier lang, ne? Könnt ihr Mario jetzt da oben runterschubsen? So, ach Gott, du willst ja so weit rausgehen. Okay. Dann machen wir es mal so. Ups, da kommt Wasser. Sieht das Ganze doch viel besser aus. Ah ne, das war jetzt einer zu viel. Moment. Ja. Wieso ist hier ein Schaf draußen? Keine Ahnung, wir haben so viele. Oh Gott, da ist das eh nicht so schlimm. Aber hier hinten wird es ein bisschen unangenehm. Zwei Schafe sind sogar draußen. Erde zum Stopfen. Ja, schlachten. Warte mal, ich guck mal. Wo brauchst du? Ja, kann es sein, dass die hier durchgekommen sind? Ja, die kommen hier raus. Wo? Die kommen aus, ja, hier, aus diesen Ach, Löchern. Ach, da! Okay, alles klar. Ich mach dir erstmal die Brücke. Mach die Dinger zu. Das war jetzt egal, wenn es dann... Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass die da wieder rauskommen. Wo kommen die raus? Durch die Löcher, durch die Gucklöcher. Hä? Aber dann... Die Kleinen. Aber die Kleinen, ach, die Kleinen, ja stimmt, die Kleinen, ach scheiße. Ich habe die Idee. Ja, dann bunkern wir sie jetzt halt komplett ein zur Strafe. Och nö, man kann da gar kein Glas hinbauen. Nee, weil es kein, Doch kann ich, hier kann ich So, kann ich würde sagen... Man kann Glas hinbauen. Machen wir beide Seiten auf jetzt, ne? Oh ja. Gott, ich brauche Eimer. Wofür? Für Wasser. Jetzt kann ich hier da wieder nichts reinbauen? Hä? Haben wir noch irgendwo Eisen? Ja, hier sind zwei. So, das dauert jetzt, bis das voll läuft. Von euch hat keiner mehr gebranntes Eisen, oder? Gebranntes Eisen? Nee, ich habe aber alles weggetan. Nee, naja, immerhin einen zweiten Eimer kann ich mir machen. Passt schon. Oh. Fenster auf. Ach nee, so um bei OBS die Kamera wieder anmachen, ne? Sieht man deine lustige Hose? Halt's Maul. Oh, ich musste gerade. Ich war gerade noch auf Klo. Ich musste selbst auf Klo lachen, von wegen. Oh, der eine Creeper hat unseren. Bumm! Warum läuft das jetzt nicht richtig da rein? Ja, du brauchst mehr. Dafür müsste es niedriger sein, aber ich werde das jetzt sowieso so machen, allein schon der Optik wegen, dass ich da die Eimer manuell hinsetze. Weil dann sieht das ein bisschen vernünftiger aus, wenn das alles so einer Ebene ist.
So, Octopus ist down. Wird übrigens wieder dunkel, ne? Ich bin verschlafen. Ich weiß. Bin verschlafen. Ja, und über die Dinger kann man nämlich schön drüber springen. Über den Graben. Ja. Oder was auch eine Überlegung wäre, ist halt tatsächlich, den irgendwann noch einen breiter zu machen oder dann solche kleinen Brücken zu bauen. Ja, aber über eine Brücke können die anderen ja auch wieder drüber. Stimmt. Ne, über die Zweierfelder kommen die ja nicht drüber. Außer was halt eine Möglichkeit wäre bei einer Brücke, ist halt, da ein Tor hinzumachen. Stimmt. Mario, was machst du da gerade? Wasser. Ah, okay, ich sehe das irgendwie so schlecht. Achso, füllt ihr das jetzt mit den Eimern um oder was? Mhm. Ja, wir füllen das mit den Eimern jetzt quasi hier rein. Mhm, okay. Damit das nachher alles schön... Nee, wobei, Moment, wir sind blöd. Warum? Ja, Glaubst du nicht, die Viecher können schwimmen? Okay, stimmt. Aber egal. Ein bisschen was. Auch... Ja, warte mal, dann... Nee, Moment, bevor du jetzt weiter reinkippst... Oder machen wir zu? Weil so ist das unnütz. Moment. Oder wir machen es zu und lassen es als Graben. Weil über den Graben kommen sie nicht drüber. Erstmal stoppe ich jetzt hier mal den Zufluss. Mario, was machst du da? Den Graben voll. Ja, das bringt doch jetzt überhaupt nichts. Mach mal. Nee, Moment, ich würde sagen, wir machen den Graben erstmal wieder leer, weil so bringt das ja echt überhaupt nichts. Nee, dann lass mal als leeren Graben. Aber dann müssen wir machen den einen tiefer und nur ganz unten Wasser rein, dann kommen die auch nicht durch. Ja. Zombie-Ping-Pong. Zombie-Ping-Pong, ja. Das heißt, wir müssen das Wasser jetzt irgendwie wieder loskriegen. Toll. Nö, warum? Wir können doch jetzt eigentlich nur unten den Graben eine tiefer schaufeln. Ja, aber das Wasser bleibt trotzdem auch hier oben. Ja, dann ich grab schon mal den Graben um. Das heißt, das Wasser müssten wir jetzt eigentlich irgendwie da wieder rausgeben. Ja, einfach Blöcke reinstellen. Ja, hast du genug? Ich sammle doch gerade Erde. Ich mach einfach einen Cobblestone hier. Also hier hat's jetzt aufgehört auf der Seite. Also ein tiefer den Graben, ja? Hab schon gemacht. Einen tiefer. Wo geht denn hier das Wasser? Ich sehe das mit dem Shader echt sau schlecht. Bis hierhin geht's. Wow. Sie hat eine Schaufel. Sie hat eine Eisenschaufel. Nett. Als kleines Geschenk. Was machst du da? Das gute Holz. Ja, es wird ja gleich wieder abgebaut. Geht dann nur darum, jetzt das Wasser hier rauszukriegen. Ist die einfachste Methode. Einfach wegbauen, quasi. Und nur gucken, wie wir das dann machen, dass wir hier gleich wieder rauskommen, ne? Ja, kurz einen Block. Ja, wo kommt das Wasser denn hier her? Gute Frage. Das ist bestimmt noch der Rest. Jetzt ist es weg. Hä? Nee, hä? Ach, da hinten ist noch welches, oder? Eigentlich nicht. Nee. Boah, ist mal hier ab und wie. Ah, hier. Da war noch Wasser. Da war noch Wasser. Nicht mehr. Ist der Wollblock. So. Ah, da rauskommen. Oh. So, ne, wobei ein niedriger noch, ne? Ah, hier hinten ist auch Wasser. Ah, ne, hier kommt jetzt Wasser rein. Weil da der See ist. Ne, alles gut. So. So.
So, und jetzt könnten wir theoretisch, also entweder wir machen jetzt unten noch Wasser rein, oder wir lassen es halt und haben halt nur einen Graben ohne Wasser, was ziemlich langweilig wäre. Ja, aber es ist so besser, weil dann kommen keine Mobs. Ja, wir dürfen halt jetzt wirklich nur ganz unten rein machen, Wasser. Ja, oder so. Oh, sorry, Gerd. Dann brauche ich aber einen Eimer noch. Dann kann ich mithelfen. Weiß nicht, haben wir da irgendwo Eisen? Ich glaube fast nicht. Sehr gut. So, ist das jetzt hier eben oder fließt das noch? Momentan fließt es in die Richtung. So, hier fließt schon mal nichts mehr. Ah, shit. Leitern wären echt gut. Aua. Ja, erstmal da unten in den Graben rein. Ja, ich wurde da reingeschossen. Warte mal, ich mach mal gerade kurz Leitern. Damit wir da besser hochkommen. Aber das Wasser fließt hier noch. Ja, ja, eben. Das müssen wir jetzt gucken, dass wir das hinkriegen, dass es nicht fließt. Ja, bin dabei. So, ich baue hier hinten mal zwei Leitern hin. Dann passt das. Weil das Schöne ist, dann kommen auch die Küper nicht an unser Dings hier ran. Kann mal jemand hier die Holzblöcke wegmachen? Welche Holzblöcke? Ich mach schon. Schon mal leer. Ah, hier fließt es noch. Oh, sorry. Ja, ich bin schon dran. Sie woanders lang gehen. Creeper. Das Problem war, ich hatte was zu essen im Mund. Essen ist. Achtung, Mario, über dir ist ein Zombie. Jetzt nicht mehr. Jetzt ganz auf die anderen fixiert. Ja, mit Essen im Mund. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein, dann, oder? Ja. Sehr gut. So, mit Essen im Mund schreien war auf jeden Fall keine gute Idee. So, hallo, Nick. Müssen wir jetzt wieder zum anderen Ende schwimmen, um zur Leiter zu kommen. Creeper! Oh oh. Warte. Komm runter, du Sau. Im Wasser machst du nämlich keinen Schaden. Der dürfte nicht so viel kaputt machen. Ja, sag ich doch. Nee, nehme ich gar nicht. Also genau. Im Wasser können die einem nämlich. Naja, sie können einem Schaden machen, aber der Umgebung quasi nicht. Wobei, können da Spinnen hoch? Spinnen können hoch, ja, aber Spinnen sind ja harmlos eigentlich. Stimmt. So stark sind die jetzt nicht. Was ist jetzt mit den Seezuläufen? Lassen wir die zu oder machen wir die auf? Ja, die musst du zulassen, sonst läuft das wieder voll. Stimmt, ja. Ja, sonst haben wir wieder dasselbe Problem wie gerade. Ja, aber dann haben sie aber eine Zugangsmöglichkeit, ne? Ja, gut, aber wenn sie aufmachst, haben sie auch eine Zugangsmöglichkeit, dann können sie drüber schwimmen. Gut, ich meine, können sie vom See aus auch, aber so ist schon eher sicherer. Ah, ich habe gerade eine Idee. Nee, die haben keine Zugangsmöglichkeit. Wir bunkern uns hier voll ein. So, die Leute. Das gibt mir den Begriff Safe House eine neue Bedeutung. Kann man einen Film draus machen. Die Marionette nennt das Safe House.